Jo Leute und somit herzlich willkommen zum Video auf meinem Kanal Hendrik Schuster. Und heute zum Mappen-Update der neuen Top Smash Decks Extra 2022-23 zu den europäischen Clubwettbewerben. Ja, ich habe jetzt alle Unboxings erstmal hochgeladen und dachte mir, ich zeige euch den Stand nach diesen Unboxings auf meinem Kanal. Auf jeden Fall hier ein Mappen-Update. In dieser Mappe sind genau diese Karten drin von allen Produkten, die ich geöffnet habe. Also sozusagen nicht mehr privat wurde von mir geöffnet. Und vorne auf dem Cover sehen wir 6 Spieler mit Lewandowski, Antony, Messi, Jesus, Musiala und Paul Pogba, der auch nun nach seiner langen Verletzung endlich sein erstes Spiel für die Juve in dieser Saison bestreiten konnte. Ich würde sagen, wir gucken mal direkt in die Sammelmappe rein. Die Sammelmappe ist nicht so gut durchstrukturiert worden von Tops. Ja, es gibt viele verschiedene Anzahlen von Karten jeweils in der Kategorie. Deswegen, ja, man muss sich die Mappe so ein bisschen machen. Ich habe sie jetzt größtenteils nach der Checklist einsortiert, auch wenn sozusagen die Karten in ihrer eigenen Kategorie durchnummeriert sind und nicht von zum Beispiel 1 bis 200. Aber ja, ich habe es jetzt mal so gemacht und wenn ihr eine bessere Idee habt, schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Aber ich dachte mir, ich lasse die Mappe erstmal so. Wir starten ganz gewöhnlich, wo die extra Serie eigentlich für gemacht ist, mit dem Squad-Update oder sozusagen mit den Kadererweiterungskarten und haben hier auf der ersten Seite erstmal die neuen Karten von den englischen Teams. Und dieses Jahr gibt es nur 36 von diesen Squad-Update-Karten. Das gab es in den Jahren zuvor auch schon mal mehr, da gab es schon mal 70 oder 80 Karten. Aber das liegt halt daran, dass die Wintertransferphase nicht abgewartet wurde und vor allem, dass auch durch die Update-Multipack schon einige Spieler geupdatet wurden. Auf jeden Fall hier die erste Seite mit den ersten Base-Karten, unter anderem mit Ramsdale, Malacia oder einmal Kanji oder Fabio Carvalho. Dann haben wir die nächste Doppelseite mit den Update-Karten, unter anderem mit Tabsoba und Moukoko für die deutschen Teams oder ein Benny Henrys, aber auch hier zum Beispiel ein Berghuis oder Frenkie de Jong bei den Update-Karten dabei. Und dann die letzten neuen Update-Karten mit den italienischen Teams, unter anderem mit Dumfries oder De Vries, die beiden Holländer bei Inter Mailand, McKennie, der leider auch schon nicht mehr aktuell ist, genau wie Enzo Fernandes, beide mittlerweile schon nicht mehr dort, sondern in der Premier League, und zwar bei Leeds und bei Chelsea. Und dann haben wir hier 4 Karten von dem österreichischen Teilnehmer aus Salzburg, Seiwald, der im Sommer zu RB Leipzig wechseln wird, dann Gonaldo, Kjaergaard und Šeško, der auch kein schlechter Mann ist. Dann haben wir auf der rechten Seite schon die ersten 9 Manager-Karten, was ich sehr interessant finde. Es sind ja 7 englische Teams in diesen Serien immer vertreten und alle Vereine haben eine Manager-Karte bekommen, bis auf Arsenal mit Mikel Arteta. Finde ich ein wenig interessant. Auf jeden Fall, Manager-Karten, finde ich, sind immer eine gute Sache und aus meiner Sicht könnten sie schon in der normalen Serie immer dabei sein, weil Manager einfach für mich zu einer Serie dazu gehören. Dann haben wir hier die 3 spanischen Top-Teams mit Real, Barca und Atletico Madrid. Und dann geht es hier halt weiter, noch mit unter anderem Nagelsmann, Terzic, Alonso und Rose, dann die niederländischen Teams, hier nochmal einen spanischen Manager, dann die italienischen und dann hier noch einen portugiesischen von Sporting Club de Portugal, dann Postecoglou und noch Jaisl. Auf jeden Fall hier auch 6 schöne italienische Manager, unter anderem mit The Special One José Mourinho. Dann kommen wir zu den Away Kit, also Auswärtstrikotkarten, und auch die wie immer schön designt. Es gibt viele schöne Auswärtstrikots, besonders das Arsenal-Trikot finde ich ganz toll. Ich finde das Trikot eigentlich ganz erfrischend, sonst hier die ganzen anderen Teams noch. Dann haben wir hier noch die letzten 9 Auswärtstrikotkarten, unter anderem mit Juventus Turin oder einem Zaniolo, der jetzt leider auch schon nicht mehr bei der Roma spielt. Und dann haben wir sozusagen Starburst-Karten, sozusagen die Stars aus der Mannschaft, die so ein bisschen die Saison sozusagen die leitende Figur dort bei der Mannschaft sind. Und dann haben wir hier auch die Karte unterschiedlich farblich markiert. Die Champions League Teams haben einen blauen Hintergrund, die Europa League Teams einen orangen und die Conference League Teams einen grünen Hintergrund. Das Ganze ist halt so auf einen Stern angewidelt, weil Star ist ja sozusagen Stern. Und dann haben wir hier noch die weiteren 18 Karten, unter anderem mit Mane, Reina, Wirtz oder einem Chris Nkungu. Und für die Europa League Teams haben wir unter anderem Spinazzola, Anderson oder ein Fofana. Dann kommen wir zu den Performance Boost Karten, sozusagen Update-Wertkarten. Sozusagen sind das Spieler, die in der Hinrunde gut gespielt haben und deswegen einen sozusagen besseren Wert als bei der Hauptserie bekommen. Finde ich eine gute Lösung. Viele Spieler verstehe ich, aber einige sind halt auch so okay. Also die Karten, denke ich, kann man so akzeptieren. Das Ganze geht dann nochmal hier weiter und dann kommen wir schon zu den ersten Powerkarten. Und das sind diese Squad-Zone-Karten, ihr seht schon 1, 2, 3. Die Karten sind halt durchnummeriert von 1 bis 27. Jede Kartennummer hat eine passende Rückennummer mit einem Spieler dazu bekommen. Finde ich eine gute Lösung. Ist so, würde ich auch sagen, zum ersten Mal, dass es sowas gibt. Und auch eine neue Idee von Tops. Auf jeden Fall gut gelöst. Hier haben wir dann die ersten 9. Und dann haben wir hier Karte Nummer 10 bis 27. Hier fehlt aber die erste. Die Nummer 13 mit Aaron Moy von Celtic Glasgow. Wenn die jemand hat, kann er die gerne mir anbieten zum Tauschen. Insgesamt, wenn irgendjemand was hat,
was ich noch brauche, gerne tauschen. Ich habe so viel Doppelte auch von den Special-Karten bestimmt, so ein Stapel und trotzdem fehlen mir noch einige Karten. Also relativ viele Doppelte bei der Serie dabei gewesen. Dann haben wir die Out of This World Karten, auch hier fehlen mir noch drei, unter anderem hier der Paquetá von West Ham United. Und dann haben wir hier die spanischen Teams wieder mit unter anderem Gavi oder einem Benzema. Dann Davis, Reus, Frimpong und Szoboszlai für die deutschen Teams. Dann hier die niederländischen Teams. Und natürlich hier die Premier League Stars wie ein Van Dijk oder Kai Havertz. Und auf der zweiten Seite fehlt mir auch noch unter anderem ein Belotti von der AS Roma. Also hier echt einige Karten dabei, die mir noch fehlen. Insgesamt drei Stück bei den Out of This World Karten. Und dann kommen wir zu der seltensten Kategorie, würde ich mal sagen, obwohl sie eine in 16 Päckchen sind, und zwar die Black Edge Karten. Dort habe ich es geschafft, in allen Produkten drei zu ziehen, zweimal Ibrahimovic und einmal Heung-Min Son. So sieht die Seite deswegen echt leider noch relativ leer aus. Mir fehlen noch 7 der 9 Karten und bei der Hauptserie war es auch schon sehr, sehr schwer aus meiner Sicht, die voll zu bekommen. Dann haben wir nochmal ein paar Base-Karten mit den Headline-Heroes, sozusagen die Momente von den Spieltagen 1 bis 4 nochmal auf Action-Karten mit einem kleinen Text festgehalten. Und dann haben wir hier unter anderem zum ersten Spieltag direkt 4 Karten und zum zweiten Spieltag 4 Karten. Und so geht das halt weiter. Das Ganze geht halt bis hier. Also gibt es dort 15 verschiedene von diesen Karten. Auf jeden Fall auch eine schöne Sache von Topps, sozusagen den aktuellen Wettbewerb schon in der Serie mit einzubeziehen. Und dann haben wir die 5 Hattrick Hero Karten. Das ist so ein bisschen schade, dass die jetzt nicht auf einer Seite sind. Aber leider konnte ich das anders nicht lösen. Und hier haben wir Haaland, Ben Yedder und Schick. Und auf der Rückseite dann hier noch Lukaku und Immobile von den italienischen Teams. Und sozusagen passen dann 16 von den Mega Value Karten und somit alles schön auf einer Doppelseite zu sehen mit den beiden Hattrick Hero Karten nach oben. Aber auf jeden Fall gut gelöst und auch alle Spieler aus dem Fotostudio mit der Szene. Das zeichnet sich ja bei diesen Mega Value Karten so ein bisschen aus, dass es sozusagen keine echten Szenen aus dem Spiel sind. Und für die deutschen Clubs haben wir Müller, Süle und Radecki oder sonst hier natürlich die spanischen und englischen Clubs dabei oder auch die italienischen, insgesamt halt 16 verschiedene Clubs dort vertreten. Und die Mega Value Karten waren dadurch, dass es nur 16 gab und eine pro Booster ist, relativ leicht voll zu bekommen. Dann haben wir noch die Out of This World Legend Karten, die sind genauso selten wie die normalen Out of This World. Dort gibt es 5 Stück und die konnte ich schon komplettieren mit Vidic, Carlos, Kaká, Trezeguet und Gascoigne. Und dann kommen wir, würde ich sagen, mit zu der zweiten seltensten Kategorie zum Vervollständigen, und zwar die Heritage Man of the Match Karten. Dort fangen die sozusagen hier mit der Nummer 1 an. Insgesamt gibt es dort 16 Stück und mir fehlt noch auf jeden Fall die Nummer 1, die Nummer 3, dann die Nummer 8 und die Nummer 12, also 4 Stück auf der ersten Seite. Und dann fehlen mir sozusagen die letzten 3 noch komplett auf der zweiten Seite, bevor wir dann zu den Club 100 Karten übergehen, wo es 6 normale gibt. Dort fehlt mir auf jeden Fall noch Sadio Mané und 101 Erling Braut Haaland. Und dann haben wir hier noch die 6 Legend Club 100, wo mir noch Iniesta, Lampard und 101 Figo fehlen. Also noch keine 101er Karte konnte ich von beiden ziehen. Dafür aber schon den schönen Beckenbauer, Van der Sar und Torres. Und bei den normalen Club 100 dann Koundé, De Bruyne, Bellingham und Kane. Und ich muss sagen, das schwarze Design sieht schon etwas anders aus. Aber ich finde dieses Heritage oder auf alt gemachte Club 100 Design bei den Legends, auch vielleicht weil es Legend Trikots und Spieler sind, irgendwie schön. Dann habe ich hier noch die beiden Exclusive Coin Karten aus dem Starter Packing gemacht. Sozusagen hier hört dann die normale Serie auf. Und dann hat man die komplettiert, wenn man nach der Checklist geht. Jetzt kommen noch die ganzen Limited Edition. Dort gibt es ja 18 Stück. Neymar und Silva sind nur im Starterpack erhältlich und dann von Karte Nummer 3 bis 18 sind sozusagen 16 verschiedene Gold Limited Editions in Mini-Tins, Multipacks und Blister-Packs oder Eco-Packs erhältlich. Und ich konnte leider erst insgesamt 6 verschiedene von diesen 16 ziehen, also relativ schwer die voll zu bekommen, dadurch, dass auch keine Megatins mehr drin sind. Und wir haben Jesus, Valverde, Rafinha, Donnarumma, Lukaku und Vlahovic gezogen. Vlahovic ist doppelt, also wenn dort jemand noch eine Limi von den anderen hatte, die mir hier noch fehlen, kann er mich gerne anschreiben, dann können wir gerne gegen die Vlahovic-Limi tauschen. Dann kommen wir jetzt zu den ganzen exklusiven Karten. Die 4 Online Exclusive Blue Limited Editions, wo ich sehr, sehr froh bin, dass ich relativ früh zugeschlagen habe, weil die nach nicht mal einem Tag ausverkauft waren bei Topps Deutschland und Topps England. Und zwar gab es Núñez, Camavinga, Sané und Leao dazu, wenn man jeweils ein Bundle gekauft hat bei der Topps Seite. Und auf jeden Fall sehr, sehr cool, dass ich die habe. Die werden bestimmt im Wert auch steigen, deswegen gut, dass ich die habe. Dann haben wir die Classic Celebration Limited Editions aus den Megatins. Die sind auch durchnummeriert mit Kimmich, Haaland, Bellingham, Neymar, Mbappé, Lewandowski, Son und Vinicius Junior. Und dann die Evolution Limited Editions aus den 3 Mini-Tints mit Kaká, De Bruyne und Jamal Musiala. So viel zu einem normalen Set. Also ihr merkt, ganz viele Black Edge Karten und noch einige andere Power Karten fehlen mir. Und dann kommen wir zu den Crystal Peril. Die habe ich jetzt einfach mal so einsortiert, wie ich sozusagen die normalen Karten einsortiert habe. Könnt ihr gerne pausieren,
sage ich euch nichts jetzt auf jeden Fall zu. Auf jeden Fall Bellingham mit die wertvollste oder beste, die ich dort gezogen habe. Und dann haben wir hier noch die grünen Emerald Parallel Karten, sozusagen von der Squadzone. Und Hattrick-Held Karten gibt es die ja. Und dort habe ich sogar zwei Doppelte gezogen mit Bremer und Danilo. Und hier den Aramoy, den ich noch normal brauche, habe ich aber schon in Emerald gezogen. So viel zu dem normalen Set. Wie gesagt, einige Karten fehlen mir noch. Wenn ihr da welche habt, schreibt mich doch gerne an. Und ich habe es tatsächlich geschafft, was echt cool ist, von den 20 verschiedenen Shield-Karten oder Pro-Elite-X-Karten schon 4 zu ziehen. Vinicius Junior war bei uns in den Megatins drin, richtig cool. Dann hatten wir Lewandowski in dem Mega-Multipack drin. Messi war in unserem Display drin. Und Jürgen Timber war in unserem normalen Multipack, also im letzten Unboxing drin. Und ich muss sagen, echt auch richtig krasse Spieler, besonders der Messi. Ich habe jetzt mal geschaut, wie viel der ungefähr wert ist. Der ist schon für 50 Euro über die Ladentheke gegangen. Also echt cool und auf jeden Fall auch echt seltene Karten. Die stehen definitiv nicht zum Tausch, die möchte ich behalten. Aber ich tausche definitiv gegen Shield-Karten für ein paar mehr andere Karten. Also wenn jemand irgendwie Shield, Heritage Man of the Match-Karten, Out of this World, Mega Values, irgendwas hat, was ich noch brauche, limitierte Karten, schreibt mich doch gerne an. Instagram und Sticker Manager sind unten in der Beschreibung verlinkt. Und wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Checkt hier noch eine Playlist aus, genau wie hier. Hier könnt ihr abonnieren und hier noch ein Bonus-Video auschecken. Bis zum nächsten Mal und Tschüssikowski.